Wie ihr wahrscheinlich wisst und wie das wahrscheinlich auch Millionen Menschen auf dieser Welt sind, bin ich ein großer Filmfreund. Und da ich ja schon länger Filme schaue, ist natürlich mir nicht nur die Blu-ray ein Begriff, sondern auch das VHS-Medium. Das hier ist eine gute alte Videokassette. Und zwischenzeitlich hat ja so das eine das andere abgelöst. Und obwohl die DVD immer noch das meistverkaufteste Medium ist, ist ja derzeit Blu-ray und 4K und UHD sind ja wirklich so präsent. Doch es gibt ja auch mehrere Filmmedien in den letzten Jahrzehnten. Und es gab ja auch unter anderem die Laserdisc, die ja wirklich so eine riesige CD war. Und die war so bis ja, in die 90er präsent. Es gab auch so immer wieder mal so Sammlereditionen, wo dann natürlich was neu aufgelegt wurde. Doch was gab es eigentlich noch so zwischen der VHS und der DVD? Weil die DVD kam ja erst in der zweiten Hälfte der 90er und bis in, ich sag's mal, Mitte der 2000er war ja auch die VHS noch präsent auf dem Markt. Doch bevor die DVD komplett den Markt erobert hat, gab es nämlich etwas ganz Besonderes auf dem Filmsektor. Das hier sind so ein paar Filme, die ich natürlich in meinem Filmregal habe. Doch hier oben, wie schon angeteased, sind ein paar CDs drin. Und das sind nicht irgendwelche CDs. Ja, man erkennt es schon, hier hat man unter anderem das CD-i-Logo, aber das hier sind Video-CDs. Hier sind quasi komplette Filme auf CD drauf und wie man es schon lesen kann, Video-CD. Ich werde euch hier mal so einige Unterschiede jetzt zeigen, was es da so Spannendes gibt. In der ersten Hälfte der 90er, es müsste so etwa 93 gewesen sein, kam dieses Video-CD-Format auf und das war so qualitativ so ungefähr mit einer VHS zu vergleichen. Jedoch hatten einige dieser Video-CDs, je nachdem, wer sie auf den Markt gebracht hat, eine bessere Tonqualität. Das Problem allerdings ist, dass so eine CD, also so eine Kompaktdisc, ja immer nur so eine Stunde Videospiel, also so eine Stunde Laufzeit, hatte. Und so musste man dann den Film dann auf zwei Disc packen. Hier habe ich jetzt eine Euro-Video-Release zu Karate Tiger. Und ja, da gab es sehr wilde Unterschiede, weil Philips hat ja damals auch das CD-i auf den Markt gebracht und die wollten damit eben halt auch ein Verkaufsargument liefern, sich dieses Gerät zuzulegen, weil dieses Gerät ja auch Video-CDs abspielen kann. So, das führte allerdings auch dazu, dass verschiedene Labels dann eben halt sowas auf den Markt brachten. Ja, hier sehen wir eben halt jetzt so die Aufmachung von Eurovideo. Da finde ich aber, Eurovideo hat so ziemlich von den Covers her, hat das so die beste Lösung gemacht. Weil hier sehen wir jetzt nämlich mal interessante Unterschiede. Philips war ja so einer der, ja, wie soll man sagen, der Haupthersteller von Kompaktdiscs gewesen. Und die haben natürlich auch versucht, ihr CD-i zu bewerben. Hier sehen wir jetzt eine James Bond Video-CD. Hier hat man es natürlich auch aufgrund der Laufzeit auf zwei Discs packen müssen. Und jetzt kommt das Interessante. Hier ist nämlich, hier auf der Seite steht Video-CD drauf. Und jetzt nehmen wir nämlich jetzt mal auch ebenfalls eine Philips Video-CD. Und hier hat man natürlich das Ganze mit CD-i gebrandet, damit man dann eben halt das eigene Gerät, das hauseigene Gerät bewerben kann. Und hier hat man dann natürlich auch immer so schön an die Seite CD-i geschrieben, um den Eindruck zu vermitteln, nur mit einem CD-i-Gerät kannst du Video-CDs abspielen. Das ist natürlich totaler Quatsch gewesen, denn auch andere Firmen haben später dann auch die Möglichkeit rausgebracht, dass du Video-CDs abspielen kannst. Unter anderem gab es sogar für das Sega Saturn eine Videocard, die hast du dann eingeschoben und damit konntest du dann auch mit dem Gerät Video-CDs abspielen. Dann kam noch das 3DO, das hat dasselbe gemacht, das hat auch eine Videocard auf den Markt gebracht. Und sogar die Sony PlayStation hat eine Video-CD-Card auf dem Markt, also so ein Video-CD-Add-on bekommen. Das war aber dann meines Wissens nicht offiziell, sondern ein Third-Party-Ding. Und hier haben wir jetzt was ganz Kurioses, Topware. Das war damals ein deutsches Unternehmen, was so sämtlichen Kram für
ja, für PC auf den Markt gebracht hat. Und die haben sich dann hier die Lizenz geholt für Leo der Löwe. Das ist, eigentlich ist es Kimba der Weiße Löwe als Remake, weil die Ursprungsserie, die kam ja in den 60er Jahren auf und ja, hier hat man das Ganze neu gemacht und die ist sogar noch eingeschweißt. Ich habe die eingeschweißt, weil ja, eigentlich ist die Serie jetzt auch für mich gar nicht so interessant im Video-CD-Format zu besitzen, aber ihr seht jetzt, dass ich das erste Mal eine Video-CD unboxe und das Cover-Artwork ist so grausig. So, ja, so nach über 25 Jahren wird jetzt hier eine CD ausgepackt. So, man sieht man's, ja, 19,95 und du hast zwei Folgen von, ja, Leo der Löwe bekommen, was ja eigentlich Kimba der Weiße Löwe ist. Und ja, Topwear hat natürlich die CDs so ziemlich billig gestaltet. Die haben dann auch total darauf verzichtet, hier irgendwie noch was einzustanzen, dass man drauf eben halt kommen kann, dass das eine Video-CD ist. Man musste dann wirklich ganz leise, ganz intensiv lesen, dass es eine Video-CD ist und ich habe da dann zwei Folgen drauf. Also wenn das Ding nicht einen Euro gekostet hätte, ich hätte mir das jetzt wahrscheinlich nicht geholt, weil du kriegst die ganze Serie jetzt auch schon als DVD für 30 Mark oder so, 30 Mark sag ich schon, für 30 Euro. Ja, qualitativ konnte die Video-CD natürlich dann später nicht mehr so dem Ganzen das Wasser reichen, weil als die DVD aufkam, wurde das Ganze ja natürlich dann auch qualitativ hochauflösender, weil auf eine DVD passte eben halt viel mehr drauf. Jedoch gibt es viele asiatische Länder, in denen die Video-CD bis vor einigen Jahren noch ja, präsent war auf dem Markt, weil ressourcensparend hat man dann auf die CD-Rohlinge zurückgegriffen. Und es gab dann auch unter anderem aktuelle Kinofilme relativ schnell auf Video-CD. Vom Design her waren die natürlich ein bisschen anders aufgemacht vom Cover-Artwork her. Bloß der Vorteil an den Video-CDs ist, im Gegensatz zur DVD, natürlich, qualitativ können die sich so, können die nicht das Wasser reichen. Bloß hier hattest du keine Werbung drauf, hier hattest du kein Menü drauf, du hast den Film eingelegt und fertig spielte das Ganze dann. Also der Film fing dann sofort los, also der Film startete das dann sofort und so hattest du dann eben halt nicht diese zwangsweise oder ich sag's mal zwanghaften Raubkopierer-Werbungen mit drauf, weil du hast dir den Film erworben, du hast die Disc eingelegt und schon startete das Ganze. Und das ist ein vergessenes Medium, das ist natürlich heute total, ja, alles andere als technisch interessant für Leute, die einen Filmgenuss haben. Ich finde das Filmformat allerdings immer noch, also das Video-CD-Format immer noch interessant. Also ich glaube, kein Mensch außer mir hat großartig Interesse, hier irgendwie noch eine Video-CD in den Player zu werfen, weil in den 2000ern hat man auch gemerkt, dass man dieses Video-CD-Format auch ein bisschen komprimieren kann. Und wenn sich dann Leute eben halt Filme, ich sag's mal, illegal aus dem Netz gezogen haben, haben die das Ganze so komprimiert, dass das Ganze dann auch auf eine CD-ROM gepackt hat, sodass man dann keinen DVD-Rohling kaufen musste, weil die DVD-Rohlinge, die waren damals noch ziemlich teuer und die CD-Rohlinge wurden dann ein bisschen schneller günstiger. Wie schon gesagt, in manchen Ländern ist die Video-CD bis vor einigen Jahren noch aktuell gewesen, aber die auf dem europäischen Markt werdet ihr eher seltener vorfinden, weil, wie schon gesagt, in der zweiten Hälfte der 90er kam die DVD raus und ab dem 2000er wurde ja natürlich jeder Film, der im Kino lief, schnell auf DVD vertrieben. Das soll es jetzt aber auch wieder gewesen sein. Zu erwähnen wäre noch, dass ihr die Video-CD wirklich auf jedem DVD-fähigen Gerät abspielen lassen könnt. Also, das funktioniert tatsächlich auch ohne weiteres auf einer Sony PlayStation 2. Doch ich denke, von der Qualität her ist die Video-CD auch leider nicht mehr aktuell und die DVD und die Blu-ray sind natürlich da und deswegen wird wahrscheinlich niemand mehr Video-CDs anschauen möchten. Für mich persönlich ist das so ein bisschen Nostalgie und ich lege gerne in meinen ganz kleinen DVD-Player mit Screen hin und wieder mal eine Video-CD ein. Ich habe ja natürlich jetzt nicht so viele, weil ich denke nicht, dass man sich jetzt noch Video-CDs kaufen sollte, weil vieles gibt es ja auf DVD und Blu-ray. Und von daher, ja, ist es so eine kleine,
wie soll man sagen, so ein Format, das historisch gesehen wichtig war in meinen Augen, doch sobald die DVD war, da war, wurde das Video-CD-Format komplett abgelöst. Zumindest hier in Europa. Habt ihr noch irgendwie Erinnerungen an dieses Format? Habt ihr sogar einen CD-Player? Legt ihr euch da manchmal einen Film ein? Ihr könnt es mir gerne in die Comments schreiben. Ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Holy Nerd. Ciao.